das ist schön, Liebling. Guck mich an, Mami. Ich kann ganz schnell rennen. Das sehe ich. Mami versucht zu lesen. Mir wird schwindlig. Wuhu! Sei vorsichtig. Fang, Mami. Ups. Das war's. Ich bin ganz brav, Mami. Mir ist langweilig. Spiel doch mit den Lego-Steinen. Das macht Spaß. Gib her. Was soll ich bauen? Hilf mir, Mami. Ganz ruhig bleiben. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe genau das Richtige. Was ist das, Mami? Mein Telefon übernimmt die Arbeit. Ich brauche nur ein Foto von den Steinen. Und es liefert uns Ideen. Schau dir das an. Mal sehen. Wow, das ist ja cool. Ah, das ist es. Lass uns ein Krokodil bauen. Das war einfach. Was sagst du dazu? Gut, oder? Wow, gefällt mir. Danke, Mama. Und jetzt zurück zu meinem... Like und abonniere für mehr tolle Videos. Oh, ich hasse frühmorgens. Ich wäre lieber im Bett geblieben. Ich mache mich mal frisch. Oh, schau dir meine Haare an. Total verwurstelt. Ich bin so müde. Wie geht's? Morgenatem. Ich muss mir die Zähne putzen. Gleich habe ich frischen Minzatem. Wo ist meine Zahnbürste? Die war genau hier. Das ist ein Mysterium. Sie ist verschwunden. Nein, das darf nicht sein. Was mache ich jetzt? Die Toilette. Nein, da drin ist sie nicht. Sie ist weg. Aber ich habe keine Zeit dafür. Die muss doch hier irgendwo sein. Hey, Mami. Nicht reden, bin beschäftigt. Die kann doch nicht weg sein. Ist sie hier drunter? Guck, was ich gemacht habe. Habe ich ganz allein gemacht. Sehr hübsch, Süße. Find ich auch. Oh, schätze, meine Zahnbürste ist weg. Hey, meine Zahnbürste. Sie liegt im Katzenklo. Das war die Katze. Die kann ich nicht benutzen. Ja, das ist echt ekelhaft. Genau wie mein Atem. Oh, das ist eklig. Ich muss mir was einfallen lassen. Hey, ich hab's. Ich baue mir eine aus Lego. Los geht's. Ich schieb die Bürste auf den Stab. Dann kommen weitere Teile. Schön bunt. Das sieht toll aus. Ich habe eine neue Zahnbürste. Ich versuch's mal. Tschüss, schlechter Atem. Und los. Sie funktioniert. Meine Zähne werden strahlen. Das reicht erstmal. Zeit zum Spülen. Also sehr praktisch. Die behalte ich. Meine Haare. Immer noch zerzaust. Ich muss sie bürsten. Aber wo ist meine Bürste? Hey, Mama. Was ist los, Mac? Das ist für dich. Du hast einen Kamm gebastelt. Den brauchst du. Danke, Schatz. Der funktioniert. Meine Haare sahen noch nie so gut aus. Bonbons. Die mag ich. Jetzt baue ich ein Haus. Nein, hat sie nicht. Ich glaube das nicht. Bauen macht hungrig. Ich brauche mehr Bonbons. Das läuft gut. Bonbonpause. Hä? Die sind alle. Das kann nicht sein. Das ist ein Albtraum. Mami, hilf mir. Oh nein. Du musst was tun. Ich rufe zurück. Warum passiert das? Es ist okay, Süße. Ich muss nachdenken. Ich frage mich. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche Lego-Steine. Ich baue Wände für die Seiten. Dann zusammenstecken. Und obendrauf auch. Ich habe eine Schublade. Die passt genau hier rein. Das ist das letzte Teil. Ich zeig das gleich, Mac. Schau mal, was ich habe. Wow, was ist das? Sieh genauer hin. Interessant. Ich habe keine Ahnung. Bekomme ich einen Hinweis? Wir brauchen Süßigkeiten. Schau dir das an. Ich nehme den Deckel ab und lege die Süßigkeiten rein. Ich mache die Box voll, dann den Deckel wieder drauf. Das ist ein Süßigkeitenspender. Wow, der ist fantastisch. Danke, Mami. Gerne doch, Süße. Hi, entschuldige bitte. Ich will mehr Süßigkeiten. Daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist toll. Wir sollten mal essen gehen. Warte. Mac? Mama? Wir haben ein Problem. Du hast alles aufgegessen? Jedes Stück. Füttere mich. Hier hast du. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Was für ein Tag. Besser geht's nicht, Ken. Arbeiten wir an unserer Bräune.
Hey! Wow, wie geht's, Mädel? Sie ist wunderschön. Willkommen in Splitsville, Barbie. Was? Aber Ken! Ich hau ab. Wie konnte er nur? Mama hat mich vor ihm gewarnt. Alle Kens sind gleich. Ich bin so wütend. Was war denn das? Barbie hat einen schlechten Tag. Schau sie dir an. Er hat mir das Herz gebrochen. Das müssen wir in Ordnung bringen. Denkst du, was ich denke? Wir bauen ihr ein Lego-Haus. Bitte was? Ich liebe Schokolade. Kann der Tag noch besser werden? Hey, was ist das? Niemals. Ich habe ein Haus gewonnen. Ist das ein Traum? Juhu. Ich kann es gar nicht fassen. Endlich bin ich angekommen. Mein neues Traumhaus. Es ist ein Chaos. Soll das ein Witz sein? Was ist denn hier passiert? Ich brauche Hilfe. Hallo? Das ist ein Notfall. Wir kommen sofort. Schaut euch das Chaos an. Oh je, ganz schlimm. Ihr müsst mir helfen. Na ja, wenn du es so sagst. Ist das Spielzeug Geld? Besser als nichts. Okay, wir sind im Geschäft. Toll! Der zweite Burrito war ein Fehler. Wo ist das Klopapier? Oh nein! SOS! SOS! Was ist los, Barbie? Oh, jetzt verstehe ich. Was hast du denn gegessen? Ich will nicht drüber reden. Wir müssen schnell handeln. Du kannst dich auf uns verlassen. Wo will sie denn hin? Hä? Ich bin wieder da. Und ich habe Verstärkung mitgebracht. Hier, nimm. Das ist nicht dein Ernst. Nein! Es ist ziemlich groß. Ja, jetzt, wo du es sagst. Gib mal her. Ich mach das schon. Ich habe eine Idee. Ich wickle das Klopapier ab und reibe den Rand mit Kleber ein. Dann brauche ich einen Strohhalm. Um den wickle ich das Toilettenpapier. Ich halte es gut fest. Das sieht gut aus. Jetzt schneide ich es ab. Jetzt brauche ich Lego. Ich brauche einen Platz für das Klopapier. Es ist so bunt. So, jetzt ist es fertig. Jetzt kann ich es füllen. Jetzt geht Barbie nie mehr das Toilettenpapier aus. Wie findest du das? Barbie wird es lieben. Das ist so süß. Oh, ich gebe es ihr besser. Das kommt genau hierhin. Wow, vielen Dank. Oh, gern geschehen. Zeit zum Abwischen. Unsere Arbeit hier ist getan. Und meine auch. Wo waren wir stehen geblieben? Ich fühle mich schon viel besser. Moment mal. Hier ist kein Waschbecken. Ich muss mir die Hände waschen. Erfrischend. Hey, hier drüben. Riechst du da was? Ja, was ist das? Warst du das? Was? Nein, das war ich. Okay, das ist schlimm. Du kannst damit umgehen. Nein, kann ich nicht. Tut mir leid, Barbie. Bitte, bitte. Oh, na gut. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir brauchen einen Strohhalm. Ich strecke den Strohhalm, dann biege ich ihn. Jetzt brauche ich eine Schere. Ich schneide ihn in Stücke. Wir malen ihn weiß an. Ich klebe einen Wasserhahn darauf. Wir brauchen auch ein Waschbecken. Dafür nehme ich Knete. Ich mische blaue und weiße Knete. Dann kann ich sie dehnen. Das fühlt sich gut an. Wow, schau dir diese Farbe an. Das ist wie das Meer. Genauso will ich es haben. Ich muss eine Rille machen. Das wird das Becken. Wir brauchen auch ein Abflussloch. Wow, das ist perfekt. Sieht toll aus. Ich kann es kaum erwarten, es Barbie zu zeigen. Schau mal, Hazel. Oh, wow. Was macht sie denn da? Ah, ich verstehe. Das ist harte Arbeit. Ich hab was für dich. Das passt genau hierher. Und einsatzbereit. Phew, danke, Julia. Ich helfe gern, Barbie. Jetzt kann ich mir endlich die Hände waschen. Also, ich habe mit Jonas rumgehangen. Ich muss mich entspannen. Wo ist die Couch? Oh, Mädels. Und du wirst nicht glauben, was er gemacht hat. Hilfe, ich brauche eine Sitzgelegenheit. Sieh mal, Hazel. Hey, sieh doch. Ihr müsst etwas tun. Ich glaube, du hast recht. Komm, Barbie. Lass uns das machen. Hey, warte auf mich. Ich habe große Pläne. Okay, und was jetzt? Wir durchsuchen den Müll. Nein, das ist deine Idee.
Gib mir einen Moment. Geh da rein. Ich mache es selbst. Oh, ich fange an, es zu bereuen. Ach, worauf wartest du? Du bist kleiner als ich. Jetzt geht's los. Oh, Barbie. Ich gehe rein. Siehst du, was du gemacht hast? Okay, gut. Nein, ich glaube nicht. Lass mal sehen. Und das? Hast du Hunger, Barbie? Ich glaube, ich bin satt. Na gut. Ich habe ein Stück Pappe gefunden. Julia, nicht bewegen. Hä? Was? Das können wir gebrauchen. Was willst du machen? Einfach zuschauen. Ich schneide es in ein Rechteck. Ich decke es mit rosa Stoff zu. Jetzt drehe ich es um. Ich klebe Perlen darauf. Das werden die Beine. In jede Ecke klebe ich eine. Jetzt kommt die Rückseite des Sofas. Ich klebe Watte auf Pappe. Dann brauchen wir noch rosa Stoff. Ich wickle einen Faden darum. So entsteht ein Muster. Jetzt kommen noch Dekosteine dazu. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Glamour. Es sieht gut aus. Jetzt kommt das Zusammensetzen. Das ist der einfachste Teil. Auf die Rückseite kommen noch Perlen. Sieht sehr gemütlich aus. Das ist für dich. Lass es uns ausprobieren. Das scheint ein guter Platz zu sein. Das ist deine Lieblingsfarbe. Worauf wartest du noch? Setz dich. Oh ja. Vielen Dank. Eins brauchen wir noch. Moment. Wie wäre es mit einem Tisch? Das könnte gehen. Oh, wow. Ihr habt Geschmack. Darauf trinken wir. Das haben wir uns verdient. Das sieht wirklich gut aus. Hm, das habe ich gebraucht. Ah, lecker. Und was ist mit mir? Ah, hä? Kann ich was trinken? Aber das ist meins. Ja, nimm dein eigenes. Ah, ich hab's. Ich brauche diese Pappe. Wirklich? Wozu denn? Ich mache Kleber drauf. Das sollte reichen. Ich klebe noch mehr Pappe drauf. Dann wiederhole ich den Vorgang. Ich baue die Schichten auf. Ich glaube, das reicht. Jetzt brauche ich noch ein Stück Papier. Ich wickle es um den Karton. Jetzt füge ich noch ein paar Details hinzu. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe eine Plastikflasche. Die bemale ich mit Nagellack. Mir gefällt dieser Blauton. Ich lasse sie trocknen. Dann kann ich sie oben auf den Karton stecken. Was denkst du? Das macht mich durstig. Toll! Ich wusste, es würde dir gefallen. Oh, wow, danke! Wieder eine tolle Arbeit. Ich freue mich schon darauf. Wir haben eine Lampe für dich. Oh, das ist so süß. Es gibt noch viel mehr. Wir haben alles, was du brauchst. Langsam fühlst du dich wie zu Hause. Du wirst hier so glücklich sein. Was für ein Zuhause. Wir haben hart dafür gearbeitet, aber es hat sich gelohnt. Barbie verdient es, glücklich zu sein. Ich glaube, wir sind fertig. Tolle Arbeit. Ich liebe es. Wartet mal. Habt ihr das gehört? Barbie, ich bin wieder da. Julia, das ist Ken. Hm. Was willst du hier? Ich hab dir den Weg gezeigt. Ja, klar. Tut mir leid, Barbie. Ist schon gut. Ich hoffe, ich bin gut genug für dich. Oh, das ist so süß. Du bist genau die richtige Puppe für mich. Das ist ein Happy End. Ich bin eifersüchtig. Bims. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Das ist ein richtig fesselndes Buch. Ja, erzähl mir mehr davon. Warte. Das bist ja echt du. Betty, es ist viel zu lange her. Hm, guck dir mal diesen Laden an. Die haben ein paar echt süße Sachen. Nicht im Ernst, diese Designertasche. Oh mein Gott. Schau dir diese Handtasche an, sie ist traumhaft. Oh nein, tust du nicht. Los geht's. Sie gehört mir. Ach ja? Gib sie mir. Ich habe sie zuerst gesehen, okay? Jetzt ist es meine. Bis bald. Das war so unfair. Komm, wir gehen. Aber ich will dieses Lego-Spiel haben. Warte, lass mich das mal sehen. Ich denke, damit kann ich arbeiten. Komm schon. Beginne mit so einem Boden. Baue dann Steine darauf, eine nach dem anderen. Alle in unterschiedlichen Farben. Mach dann noch weitere Formen. Jetzt fügen wir sie zusammen. Wie eine Handtasche.
Siehst du die Stücke? Benutze Heißkleber an den Ecken und klebe es an ein langes Filzstück. So kann man beide Stücke biegen. Genau so, siehst du? So lässt sich die Handtasche verschließen. Und vergiss nicht die Kette. Es passt genau in die Legos. Und fertig! Woher ist diese unglaubliche Handtasche? Ich habe so eine noch nie gesehen. Es ist die Frau aus dem Laden. Denkst du, sie tauscht mit mir? In your face, my friend. Kein Samstagabend ohne meine Geschichten. Ich kann nicht glauben, dass sie die alle aufgehoben hat. Ich erinnere mich daran, so hübsch. Noch eine Werbung? Ich spule das vor. Ich bin mir sicher, ich hatte hier die Fernbedienung. Wie ist sie da hingekommen? Ich hole sie einfach. Oma, bist du okay? Ich habe 2 Kriege überlebt, weißt du? Nur meine Lampe ist nicht so stark. Mein Baby. Was? Du liebst diese Lampe? Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber vielleicht kann ich sogar. So, als nächstes immer weiter draufbauen. Baue die Mauer weiter in die Höhe. Keine Sorge, bald hast du es geschafft. Gehe sicher, dass alles schön fest ist. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Was ist das, was du da hast? Das ist für meine Lampe? Mit der Glühbirne natürlich. Bereit? Es werde Licht. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich kümmere mich um das für dich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dieser Kaffee riecht fantastisch. Was zur Hölle? Was machen die hier? Ich hab dich erwischt. Nur noch ein paar Sachen sauber zu machen. Was? Betty denkt, sie ist witzig. Das werden wir noch sehen, hab ich recht? Hey Schätzchen, wie war dein Tag? Warte, Mamas Schlüssel? Betty, meine Schlüssel sind kein Spielzeug. Aber du bringst mich auf eine interessante Idee. Ich habe eine super Idee. Nimm einen Lego-Boden und stecke diese kleinen Lego-Männer obendrauf. Und fertig, siehst du? Das war's schon. Jetzt nur noch an die Wand hängen. Endlich keine verlorenen Schlüssel mehr. Danke fürs Halten, Leute. Was ist denn hier passiert? Was machen die da oben? Oh, nicht fair. Sie hat nicht mal gefragt, ob sie die haben darf. Hat wunderbar funktioniert. Alrighty, Zeit, mein Make-up zu machen. Kann den Tag nicht beginnen ohne einen strahlenden Ton. Perfekt. Und last but not least, Schmuck. Was? Das sind meine Lieblingsohrringe. Sind sie überhaupt rettenswert? Weißt du irgendwas darüber? Meine Ohrringe! Das ist kein Spielzeug, weißt du? Hä? Okay, gib sie mir. Komm schon, gib sie mir jetzt. So dickköpfig! Dann nehme ich einfach deine Sachen. Oh, nicht fair! Schau, so viele Farben. Ich glaube, damit kann ich was anfangen. Legos geben super Schmuck her. Noch nicht fertig. Wie süß, oder? Spezial gefertigt ist immer am besten. Und sie sind total einzigartig. Magst du sie? Ich will auch solche Ohrringe. Nein. Wer könnte das sein? Mein Date heute Abend? So kann ich doch nicht gehen. Ich brauche Make-up sofort. Autsch! Was ist das? Wer lässt sowas herumliegen? Nichts tut mehr weh als die. Anyway, ich verliere Zeit.
Also, wo ist meine Foundation? Dieser Pinsel ist sicher nichts. Mein Make-up-Schwämmchen ist auch nicht besser. Warte, ich weiß, was ich tun kann. Nimm einen Lego-Boden und baue eine Mauer drumherum. Cool. Jetzt mach das mit noch mehr Teilen. Dann mach eine große Platte obendrauf. Keine Sorge, wir sind fast fertig. Siehst du die verschiedenen Abteile? Das Stück wird eine Schublade. Keine dreckigen Pinsel mehr in diesem Bad. Magst du nicht auch gerne Ordnung? Ich weiß, ich schon. Mein Date! Jetzt muss ich Vollgas geben. Bitte jetzt nichts verlieren. Ernsthaft? Dumme Lego-Packung. Das wird meine Filmnacht nicht ruinieren können. Snacks sind offiziell bereit. So, wo war ich stehen geblieben? Und wir sind zurück, Baby. Oh, Handkrampf. Warte, die Dose. Och, komm schon. Vielleicht brauche ich nur zwei. Funktioniert das? Das ist ja furchtbar. Ich denke, ich kann diese Verpackung benutzen. Muss outside the box denken. Oder besser gesagt mit ihr. Nimm dein Telefon aus der Hülle und schneide eine Lego-Platte passend aus. Dann klebe es genau drauf. Benutze jetzt diese kleinen runden Stücke und stecke sie genau mitten drauf. Es ist wie ein Popsockel, siehst du? So hübsch. So, die Filmnacht kann weitergehen. Ah, das ist schon viel besser. Comedies und Snacks gehen Hand in Hand. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Oh, ekelhaft! Ich hab ja gesagt, das ist keine gute Idee. Hey, das Klo! Oh, guck mal! Du kommst mit, Ducky. Ich glaube, wir sind bereit. Guck, das Wasser kommt aus seinem Maul. Und meine Hände werden schön sauber. Was machst du denn da? Ich werde meine Hände im Klo waschen. Wie cool! Ich habe den Jackpot geknackt. Keine Panik, ich hol Hilfe. Was zum... Rettet mich! Ich hab dich. Wow, seht euch das viele Geld an. Das ist unglaublich. Das ist der beste Tag. Jetzt plündern wir das Klo. Oh, das stinkt. Oh, was hast du nur gegessen? Oh, ich bin so müde. Ich ruhe kurz meine Augen aus. Zeit für ein Makeover. Mama wird überrascht sein. Ich bin wohl eingeschlafen. Guck dir deinen neuen Look an, Mama. Gib die her. Nö, das sind jetzt meine. Vielleicht ändert das deine Meinung. Nein. Okay, wie wär's mit einem Auto? Hä? Nein, ich bin ein Kind. Ah, ich weiß. Wow, das ist schön. Gib her. Wie geht das? Du brauchst das noch. Huh? Jetzt wird's interessant. Lass mich dir helfen. Hm. Wow, das ist ja cool. Warte, kommt die ins Spielzeug? Okay, ich steck die hier rein. Und jetzt drücke ich den Hebel runter. Mama, seine Haare wachsen. Siehst du das? Das könnte ich ewig machen. Hm, der braucht einen Haarschnitt. Das ist meine Chance. Runter damit. Ich verpasse dir ein neues Aussehen. Schnippel, schnippel. Das macht Spaß. Jetzt ist mein Haar in Sicherheit. Wow, ich liebe das. Ich habe ein neues Hobby gefunden. Denk nicht mal dran. Meine Haare. Ich finde, das steht dir. Du steckst in Schwierigkeiten. Toll, jetzt fällt mein Pulli auseinander. Kann's noch schlimmer werden? Ich liebe diesen Pulli. Mama? Oh. Hey, wo ist der hin? Oh, das ist ja lustig. Juhu. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich schneide den Karton in eine Körperform. Und jetzt wird er dekoriert. Ich trage Farbe auf. Dieses Pink ist perfekt. Jetzt kommt mein innerer Künstler raus. Das macht Spaß und ist entspannend.
Ich erschaffe ein süßes Outfit. Aber eins fehlt noch. Und zwar Haare. Ich nehme die Wolle von meinem Pulli. Die binde ich an den Kopf. Tada! Wow! Guck dir diese Haare an. Die sind so lang und schön. Ich muss die schneiden. Es klappt. Das fühlt sich gut an. Halt still, Mama. Hatschi, das machst du toll. So, das müsste reichen. Wow, ist echt toll geworden. Schön, dass es dir gefällt. Wie sehe ich aus? Phew, meine Haare sind... Like und abonniere für mehr tolle Videos. Komm raus. Das steckt fest. Mommy. Was ist los, mein Schatz? Ich kann nicht Kaka machen. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Erst entleere ich diese Toilette. Ich lege die Mini-Klopapierrollen in die Schüssel und rühre um. Dann kommt Lebensmittelfarbe dazu und ich rühre weiter um. Das verteile ich jetzt auf Karton. Ich habe verschiedene Farben gemacht. Wow, das sieht toll aus. Wenn alles trocken ist, ist es auch fest. Wie findest du das? Das Bad braucht dir dringend ein neues Bild. Das sieht auch viel besser aus. Wow, das ist cool. Ich kann auch sein Gesicht machen. Wow, jetzt ging's. Ich habe Kaka gemacht. Das ist mein Junge. Wow, dieses Buch ist wirklich fesselnd. Hallo Papi, ich habe ein Glas Saft für dich. Oh, danke mein Schatz. Genau, was ich jetzt brauche. Du bist die Beste. Ich bin so glücklich. Kann dieser Tag noch besser werden? Hey Papa. Das ist für dich. Okay. Hoffe, der schmeckt dir. Klar. Lesen macht ja auch durstig. Perfekt. Okay, ich gehe wieder. Es ist der Gedanke, der zählt. Wo war ich? Warum sind meine Füße nass? Habe ich etwa eingepinkelt? Warte mal, das kommt von Gina. Wow, was machst du denn da? Ich will jeden Tropfen einfüllen. Bitte hör auf. Schon gut, ich mach das weg. Puh, schon besser. Aber wir wollen nichts verschwenden. Habe ich das etwa getrunken? Hier, für dich. Ich habe keinen Durst mehr. Gib mir den Lappen. Guck dir den an. Ich hasse sauber machen, aber muss getan werden. Ganz schön anstrengend. Hä? Eine Nachricht? Was soll das? Hallo, du Glückspilz. Danke, dass du den Link gedrückt hast. Kennst du das vielleicht? Oh, Limo. Die mag ich am liebsten. Nein, eine Flut. Oh, oh, auftauchen bitte. Ich glaube, das war zu viel. Das darf nicht passieren. Wird's auch nicht, denn wir haben das hier. Nochmal von vorne einfach draufdrücken. Das kann ich. Wow, die Limo kommt aus der Ente. Und ich habe nichts verschüttet. Die schmeckt richtig gut. Gefällt mir. So einfach ist das. Genau das brauche ich. Warte, wie viel? Das ist eine Menge Geld. Ich glaube nicht, dass ich so viel habe. Leider nein, das bleibt ein Wunsch. Dann sollte es nicht sein. Nein! Stopp, Gina! Gib das her! Warum denn? Der bringt mich auf eine Idee. Zuerst klebe ich das Bild eines Elefanten auf den Becher. Dann stecke ich eine leere Limo-Flasche da rein. Jetzt mache ich ein Loch in die Mitte des Elefanten und die Flasche. Und da stecke ich den Strohhalm rein. Probier das mal aus. Ich bin voll gespannt. Ich drehe am Deckel und der Saft läuft aus dem Rüssel des Elefanten. Guck, Papa. Der ist für dich. Nein, danke. Ich hab noch. Gut, dann bleibt mehr für mich. Prost. Das ist der Saft vom Lappen, oder? Ich habe gar keinen Durst mehr. Aber trotzdem danke. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Willst du was Cooles aus einer Klopapierrolle machen? Wende sie in Leim. Und dann kommt sie in eine Schale mit bunten Bommeln. Das ist der lustige Teil. Drücke die Bommeln vorsichtig an die Rolle. Mit den Bommeln sind wir fertig. Sieht gut aus. Und ist ein toller Stifthalter. Bereit für die Schule, Kleine? Muss nur noch meinen Rucksack packen. Ich brauche dieses Buch. Gute Wahl. Und das auch. Okay. Tu mir nicht weh. Eva, was machst du da? Ist doch nur Spaß, Papa. Entspann dich. Okay, ich glaube, das war's. Los geht's. Oh nein, guck dir das an. Hey Papa, was machen wir denn jetzt?
Das ist knifflig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Wird Zeit, zum Unterricht zu gehen. Weißt du, ich kann meine Sachen auch selbst tragen. Hey, warte auf mich. Das ist voll peinlich. Tu einfach so, als ob wir uns nicht kennen. Hey, wo sind die beliebten Kinder? Vielleicht kann ich mit denen abhängen. Nein, bleib draußen. Das ist die Mädchentoilette. Ups, das wäre peinlich geworden. Ich werde hier draußen warten. Ist er weg? Ich wusste, dass das klappt. Ich bin endlich papafrei. Aber ich muss aufpassen. Ich glaube, ich bin ihn los. Oh! Bereit für den Unterricht? Ich liebe Naturkunde. Bitte tu das nicht. Fantastisch. Ich fühle mich in meine Jugend versetzt. Wie kommst du voran? Alles gut, danke. Das ist die falsche Antwort. Papa, ich hab's im Griff. Das ist die richtige Einstellung. Oh Mann, hör auf damit. Was für ein Tag. Unfassbar, dass er mir das angetan hat. Ich bin so gestresst. Wenigstens habe ich mein Pop-It. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mach Kleber um den Rand des Pop-It. Genau so. Dafür nehme ich mir Zeit. Jetzt brauche ich einen Reißverschluss. Den drücke ich auf den Kleber. Jetzt brauche ich ein zweites Pop-It. Ich mache Kleber in die Mitte. Da klebe ich jetzt den Schmetterling drauf. Willst du meinen neuen Rucksack sehen, Papa? Wow, der ist ja fantastisch. So bunt. Ich stecke deine Schulbücher rein. Der ist viel besser als der alte. Hab einen schönen Tag, mein Schatz. Danke, Papa. Bis später. Hey, Leute, guckt euch den mal an. Cooler Rucksack, Ava. Oh ja, der ist cool. Das ist der beste Rucksack aller Zeiten. Kannst du das glauben? Oh ja, unglaublich. Hey, willst du spielen? Ich habe Freunde mitgebracht. Auf keinen Fall, machst du Witze? Aber der Hase. Oh, nicht weinen. Was für ein schönes Häschen. Ah, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ich liebe es, wenn du lächelst. Ah, danke. Ja, ich habe ihn. Lauf weg. Oh, hey, Süße. Halt, komm zurück. Du bist in großen Schwierigkeiten, Lady. Hey, Mami. Lass ihn stolpern. Oh mein Gott, armer Kerl. Gut gemacht. Was ist denn hier los? Wer hat den Ring geklaut? Das waren eindeutig Sie. Was? Nein. Bye, bye. Wer ist der Nächste? Was machst du denn da? Sieh dir das durcheinander an. Deine Spielsachen kommen in die Kiste. Siehst du? Genauso. Das glaube ich nicht. So ist das also. Was hast du denn für ein Problem? So macht es mehr Spaß. Hä? Was ist das denn? Mama? Erklär's mir. Ich habe versucht, dich zu warnen, aber du wolltest nicht hören. Es ist deine eigene Schuld. Nein, warte, lass uns drüber reden. Zu spät. Ich genieße das. Mach's gut. Mama, das darfst du nicht. Hast du deine Lektion gelernt? Was zum... Nein, was hast du denn gemacht? Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Ich kann nicht mehr. Willst du fangen spielen? Stimmt was nicht? Juhu! Ups, was war das denn? Guck mal, so viele Spielsachen. Wir müssen aufräumen. Guck mal, was ich hier habe. Muss ich, Mama? Okay, gut. Ich helfe dir. Teamgeist macht Träume leicht. Schon gut, ich hab's. Noch ein Spielzeug. Ich glaube, das ist alles. Warte mal. Was machst du da? Das sieht lustig aus. Das gefällt dir, was? Warte mal. Schau mal, was ich hier habe. Wow, gib mal her. Das ist ja unglaublich. Ich kann's kaum erwarten. Lass uns loslegen. Wir sind Putzkolleginnen. Das sind wir wirklich. Wow, ich bin so schnell. Ich bin wie eine Putzmaschine. Der Dreck hat keine Chance. Jetzt können wir Spaß haben. Danke für deine Hilfe. Das sieht gut aus. Ich liebe diesen Sender. Er bringt mich immer zum Lachen. Hallo, mein Schatz. Mama will Fernsehen. Kannst du bitte... Schatz, geh aus dem Weg. Komm, setz dich.
So ist es besser. Und jetzt Fernsehen. Ich habe eine bessere Idee. Juhu! Hör auf, mach das nicht. Ich spring so hoch. Ich weiß, warte hier. Ich hole ein Spielzeug. Das wird dich beschäftigen. Ich glaube nicht. Das nicht. Irgendwas muss hier drin sein. Was da wohl drin ist? Wow, Luftballons. Lass uns damit spielen. Wir müssen sie aufblasen. Das wird ganz schön schwer. Hä? Was ist? Ich habe eine bessere Idee. Setz den Ballon auf das Ventil. Dann passiert das Wunder. Wow, unglaublich. Schau dir das an. So geht alles schneller. Und du hast mehr Zeit, Spaß zu haben. Schau dir das an. Wir füllen den Sack mit Luftballons. Das passt perfekt. Wow, das ist unglaublich. Ich bin noch nicht fertig. Eine Sache müssen wir noch machen. Wir brauchen den Staubsauger. Lass uns die ganze Luft absaugen. Sieht gut aus. Nur noch ein bisschen. Das sollte reichen. Ich setze die Kappe wieder auf. Wow, das ist wie ein Trampolin. Das ist der Wahnsinn. Viel Spaß, Schatz. Jetzt kann ich Fernsehen. Guck mal, Mama. Juhu. Das war ein Fehler. Guck mal, Mama. Das ist so weich und dehnbar. Hä? Du guckst ja gar nicht. Was guckst du denn? Raus. Lass mich mal sehen. Hör auf. Du kannst so gemein sein. Ich weiß, es ist toll. Ich liebe es. Das sieht lecker aus. Ahem. Was machst du denn da? Hey, hier drüben. Oh, ich dachte, das funktioniert. Netter Versuch. Es ist noch nicht vorbei. La la la, schubdidub. Du singst schrecklich. Warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Halt still. Was ist denn hier los? Ich zeig's dir. Wow, so cool. Oh oh, ich komme. Das war so toll. Hilfst du mir? Mama? Hallo? Ja, sie ist voller Luftballons zum Totlachen. Ah. Zeit für selbstgemachtes Essen. Hm, so viele Möglichkeiten. Das sieht lecker aus. Ich koche einen Sturm. Die sind perfekt, Liebling. Hallo, Mama. Hä? Ich muss los. Aber ich habe schon gekocht. Ach, ich weiß. Ich nehme den Becher. Du wirst gleich sehen. Ich schütte das Wasser weg. So ist es besser. Ich brauche heißes Wasser. Ich fülle den Becher. Jetzt muss ich ihn schütteln. Es dreht sich und dreht sich. Es wird nicht lange dauern. Das reicht. Und jetzt spülen. Ich trockne ihn besser ab. Ich will keine Wassertropfen. Es ist schön trocken. Ich lege ein Geschirrtuch hinein. Dann nehme ich die Fischnuggets. Hier, Fischi, Fischi. Die kommen in den Becher. Oh, die sehen aber gemütlich aus. Das ist der letzte. Dann kommt der Deckel drauf. So, fertig. Hoffentlich schmecken sie dir. Das wird ein leckerer Snack. Und mein Getränk? Ups, das hätte ich fast vergessen. Ich habe es gleich hier. Du hast an alles gedacht. Danke, Mama. Schönen Tag noch. Hä? Nee, oder? Oh, ich bin so müde. Hey, Mama. Ich brauche was zu essen. Und, was soll ich jetzt machen? Na gut, gib mir eine Sekunde. Sie ist völlig hilflos. Lass mal sehen. Oh, genau. Das schmeckt fantastisch. Ich werde dich verwöhnen. Worauf wartest du noch? Das kann ich nicht mit in die Schule nehmen. Mit dir ist immer was los. Ich hab's. Ich nehme das da. Du machst Witze, oder? Ich tue die Nudeln in die Duschhaube. Das ist doch praktisch. Wer braucht schon eine Schüssel? Oh, ich muss sie zubinden. Das geht auch. So, das wär's. Guten Appetit. Danke. Hm, die sehen lecker aus. Ich habe meinen Drink vergessen. Ich bin ein kulinarisches Genie. Was für ein gutes Buch. Warte, wie spät ist es? Schatz, hör auf, du hast noch Hausaufgaben. Ah, muss ich? Die Spielzeit ist vorbei. Bringen wir es hinter uns. Es ist so langweilig. Nicht meckern. Hey, was habe ich gesagt? Das macht mehr Spaß.
Tut mir leid, junge Dame. Du weißt, wie spät es ist. Hausaufgaben machen. Moment, ich habe eine Idee. Ich brauche die Uhr. Vielleicht hilft dir das. Ich nehme einen Stift. Ich muss einen Strich auf die Uhr malen. Genau so. Jetzt wird gemalt. Ich bin so verwirrt. Keine Sorge, alles wird einen Sinn ergeben. Ich brauche mehr als eine Seite. Diese färbe ich rosa. Ich füge noch ein paar Abschnitte hinzu. Sie werden alle verschiedene Farben haben. Das wird lustig. Boah, du bist eine echte Künstlerin. Eines muss ich noch machen. Ich brauche ein Blatt Papier. Jede Farbe hat eine Bedeutung und sie passt zur Uhr. Wenn sie grün ist, ist es Zeit für die Hausaufgaben. Dann ist es Zeit zum Spielen. Ich kann der Uhr nicht widersprechen. Ich mache mich besser an die Arbeit. Ich kann das Buch nicht weglegen. Mama, ich habe eine 1+. Ich bin so stolz auf dich. Du bist so schlau. Das läuft ja super. Was ist das? Hör auf mit dem, was du da gerade machst. Es ist Zeit für deine Hausaufgaben. Viel Spaß. Das soll Spaß machen? Ich hasse das. Das ist das Schlimmste. Ich brauche noch einen Stift. Ah, da ist er ja. Der wird... Warten. Hallo, du. Lass uns ein bisschen abhängen. Besser als Hausaufgaben. Ein Bild. Ich bin fertig mit dir, Teddy. Was der Künstler wohl damit sagen will? Es ist so gewöhnlich. Ich kann das besser. Viel besser. Bringen wir Farbe ins Spiel. Die Kreativität ist in vollem Gange. Wow, das ist ein Meisterwerk. Ich werde die Welt der Kunst verändern. Die Pflanze ist mir in die Quere gekommen. Das passiert immer wieder. Ich räume besser auf. Mama soll das nicht sehen. Moment, was habe ich nochmal gemacht? Meine Hausaufgaben. Ich muss mich beeilen. Was du nicht sagst. Warte mal kurz. Also, wo war ich? Hey, nicht so schnell. Hallo, Mama. Also, ich habe eine 6-. Du hast was? Geh auf dein Zimmer. Das wollte ich gerade. Unfassbar. Mal sehen, was ich nehme. Den hier. Passt. Warte, ich brauche was aus dem anderen Zimmer. Was ist los? Warum schreist du so? Ich bin auf einen Baustein getreten. Das tut so weh. Guck dir meinen Fuß an. Oh, Schatz. Das tut wirklich weh, wenn man darauf tritt. Die haben spitze Ecken und scharfe Kanten. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche Turnschuhe und meine Klebepistole. Das müsste reichen. Jetzt klebe ich den da drauf. Als nächstes kommen noch mehr Steine auf den Schuh. Und dann noch ein paar mehr, bis der voll ist. Okay, dieses kleine rosafarbene Exemplar ist der letzte. Hier, mein Schatz, ich habe dir ein besonderes Paar Schuhe gemacht. Bausteinschuhe? Das sind die besten. Juhu, ich liebe sie. Vielen Dank, Papa. Sehr gerne, mein Schatz. Jetzt sind deine Füße geschützt. Das tut wirklich weh. Papa, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, Schatz. Okay, ich gehe in die Küche. Mal gucken, ob wir Snacks haben. Hier gibt's Snacks. Es gibt Süßigkeiten und Popcorn. Ich mag beides. Ich fange mit Bonbons an, weil die süß sind. Juhu, Bonbons! Ich werde sie anordnen. Ich kann mit denen einen Regenbogen machen. Regenbögen sind so schön. Oh, hey, Schatz. Was machst du hier? Du spielst mit Süßigkeiten, wie ich sehe. Das ist ziemlich clever. Ich habe einen Regenbogen gemacht. Ist der nicht schön? Ja, der ist sehr hübsch. Popcorn. Ich darf doch. Das Popcorn. Papa, du hast meinen Regenbogen zerstört. Da liegt überall Popcorn. Oh nein, tut mir leid, Schatz. Das war ein Versehen, war keine Absicht. Das war der beste Regenbogen, den ich je gemacht habe. Warte, ich behebe das. Ich esse einfach das Popcorn. Das ist ziemlich leckeres Popcorn, köstlich. Oh nein. Bitte hör auf zu weinen. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Mikrowellenpopcorn? Und noch mehr Bonbons? Ja, ich denke, ich schaffe das. Lass mich nur die Tüte ein wenig öffnen. Da schütte ich ein paar Bonbons rein. Die Tüte kommt jetzt in die Mikrowelle und los geht's. Schatz, bitte sei nicht traurig. Papi arbeitet an einer Lösung.
Oh, da ist der Bing. Das Mikrowellen-Popcorn ist fertig. Ich schütte es in die Schüssel. Ausgezeichnet. Ist genauso geworden, wie ich gehofft hatte. Hey Schatz, schau dir das mal an. Wow, so schön. Das Popcorn ist so bunt. Na, was sagst du dazu? Nehmen wir das und schauen einen Film? Juhu, Film gucken und Popcorn. Das macht Spaß. Ja, das wird bestimmt lustig. Na komm, nimm dir Popcorn. Das ist wirklich gut, oder? Ist lecker geworden. Ja, das schmeckt. Der Film ist auch ziemlich gut, stimmt's? Nette Spezialeffekte. So verbringt man einen schönen Abend, nicht wahr? Oh? Oh, da scheint aber jemand ziemlich müde zu sein. Ich decke sie mit einer Decke zu. Schlaf gut, Schatz. So süß. Oh, wow, ich bin auch ziemlich müde. Ich schalte den Fernseher aus und gehe auch ins Bett. Hä? Was ist passiert? Wo bin ich? Alles Gute zum Geburtstag. Hier ist dein Geburtstagshut. Juhu, danke. Ich liebe meinen Hut. Du bleibst erstmal hier. Ich bin gleich wieder da. Wo habe ich die Geburtstagstorte hingestellt? Richtig, im Kühlschrank. Ich habe sie dort reingestellt, um sie geheim zu halten. Da ist sie, ich hol sie raus. Dann kann sie etwas aufwärmen. So, eine Geburtstagstorte für mein kleines Mädchen. Die sieht ziemlich gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ach ja, richtig. Ich muss noch ein paar Freunde einladen. Hey, möchtest du zur Geburtstagsfeier kommen? Wir essen Geburtstagstorte und haben Spaß. Ich werde kommen. Ich? Ich freue mich, eingeladen zu sein. Puh. Damit sind alle Einladungen erledigt. Oh nein, was habe ich getan? Die Geburtstagstorte. Nein, 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 ich habe es total verpatzt. Was mache ich denn jetzt? Es muss doch einen Weg geben, das zu reparieren. Aber wie kriege ich das wieder hin? Ich bin kein Bäcker. Warte mal, liegen da Bonbons in der Schale? Vielleicht kann ich die reparieren, wenn ich vorsichtig bin. Ich werde erstmal den zertrümmerten Teil wegschneiden. So ist es gut. Ich lege dieses Stück auf den Teller. Jetzt kommen die Süßigkeiten. Hoffentlich klappt das. Ich drücke die einfach in die abgeschnittene Seite. Scheint zu klappen. Ich mache besser weiter. Das muss schön aussehen. Das ist ziemlich gut geworden. Gibt's was, das Süßigkeiten nicht beheben können? Die Geburtstagskerze noch. Schatz! Ja, Papi? Oh, wie schön! Ist das meine Geburtstagstorte? Wow, da sind Süßigkeiten drauf und die ist rosa. Yay, da sind all meine Freunde. Sie sind gekommen, um meinen Geburtstag zu feiern. Ich werde die Kerze auspusten und wünsche mir was. Der beste Geburtstag aller Zeiten. Brumm, brumm, das Boot fliegt durch die Luft. Uff, das sind viele Lebensmittel. So schwer. Ich stelle die erstmal auf den Tresen. Guck dir diese Torte an. Ich liebe Torte. Ich werde die aufessen. Warte, vielleicht schneide ich mir nur ein Stück ab. Diese Tomaten sind wirklich frisch. Schatz, hast du... Messer! Was machst du mit dem Messer? Nein, leg das weg. Du schneidest dich noch. Stopp! Ich rette dich. Oh. Was waren das für Geräusche und Erschütterungen? Gib das her. Du kennst die Regeln für den Umgang mit Messern. Ich will ein Stück Torte und dafür brauche ich das Messer. Messer sind zu gefährlich für dich. Hier, ich mache dir stattdessen ein Papiermesser. Ich muss nur noch den Griff an die Papierklinge anbringen. Bitte sehr, Schatz. Dieses Messer darfst du benutzen. Juhu, ein Messer nur für mich. Jetzt kann ich Torte essen. Ich werde mir ein großes Stück abschneiden. Ich liebe Torte. Ich weiß. Und ich kümmere mich um den Einkauf. Du bist jetzt sicher. Also, wo habe ich die Tomaten hingetan? Die Torte ist so lecker. Richtig gut. Ich will mehr. Noch zwei Stücke, die schiebe ich mir in den Mund. So gut. Oh, Mami hat doch Süßigkeiten gekauft. Ich liebe Süßigkeiten und Schokolade. Puh, endlich habe ich die Lebensmittel ausgeräumt. Warte mal. Ist da immer noch die Torte? Du hast die ganze Torte und die Schokolade gegessen. Wo hast du die überhaupt her? Das bilde ich mir doch nur ein. Mami ist komisch. Oh, unglaublich, dass er das alles gegessen hat. Das war eine ganze Torte. Nein. Aber ich will die. Nein, du hattest schon viel zu viel. Du bist gemein. Die gemeinste Mami aller Zeiten. Jetzt muss ich auch noch dieses Chaos aufräumen. Unbegreiflich, wie er an die ganze Schokolade gekommen ist. Das bringt mich auf eine Idee.
Ich lege ein bisschen was von der Schokolade in die Schüssel. Die werde ich in der Mikrowelle schmelzen, aber nicht zu lange. So, das war's. Sie ist fertig. Ich will sie ja nicht kochen. Schön geschmolzen. Ich gieße die jetzt in diese Form. Schau dir all die geschmolzene Schokolade an. Die riecht so gut. Puh. So, das war's. Die Schokolade ist in der Form. Und jetzt ist sie auch noch fest. Nicht mehr geschmolzen. Das heißt, ich kann sie aus der Form holen. Ich muss nur noch den Brokkoli fertig schneiden. Noch ein paar Schnitte. Dann bin ich fertig. Mama, was machst du da? Ich habe Hunger. Ich will einen Snack. Oh, hier. Du kannst das als Snack essen. Hä? Was ist das? Brokkoli? Ekelhaft. Niemals. Schon klar. Nur wenige Kinder mögen rohen Brokkoli. Gut, dass ich dieses neue Schneidebrett habe, denn ich könnte einen kleinen Snack vertragen. Mh, köstlich. Ich werde Fernsehen. Vielleicht läuft meine Lieblingssendung. Hä? Was ist das für eine Sendung? Die habe ich ja noch nie gesehen. Wow, Tattoos. Tattoos sind so cool. Spider-Man ist mein Favorit. Er ist der Allerbeste. Ich wünschte, ich könnte Spider-Man sein. Ich wäre der Allerbeste. Hey, was ist das? Oh, noch mehr Tattoos. Ich will eins. Die sind cool. Ich will auch cool sein. Puh, alle Besorgungen sind erledigt. Hey, bleib stehen. Wo willst du hin? Ich lass mir ein Tattoo stechen. Warte, was? Absolut nicht. Na, gut. Oh je, dieser Junge und seine Ideen, erst eine Herausforderung. Hm, ich frag mich, ob es schon eine neue Folge meiner Lieblingsserie gibt. Hi, Mama. Hallo, Schatz, was gibt's? Oh mein Gott, was hast du getan? Du hast deine Arme vollgemalt. Das sind Tattoos, Mama. Sind die nicht cool? Nein, 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 wir müssen das abwaschen. Gut, dass der Permanentmarker noch nicht trocken ist. Aber Mama, das waren meine Tattoos, die hab ich gemacht. Alle meine Tattoos sind weg. Das ist ungerecht. Tut mir leid, Schatz, aber du bist noch zu jung für Tattoos. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Lass mich mit dieser Kappe Kreise markieren. Jetzt nehme ich diesen Stift, um die Kreise nachzuzeichnen. Wir können das später einfach abwaschen. Und jetzt kommt mit diesem roten Stift Farbe ins Spiel. Das geht ganz gut. Ich werde das rote Design mit Schwarz umranden. Dann kommt es besser zur Geltung. Und dann spiegeln wir das Design mit einer schwarzen Linie. Okay, das ist gut. Weißt du was? Wir nehmen noch Blau. Wir machen ein neues Muster an die Seiten. Aber die blauen Linien sollten gleich aussehen. Ich fülle sie noch ein wenig aus und dann kommt hier oben noch was hin. Und fertig. Was sagst du dazu? Wow, ein echtes Tattoo. Das ist so cool. Ja, ich bin der Coolste. Danke, Mama. Gern geschehen, mein kleiner Rocker. Na los, Jared, zeig den Fotografen dein hübsches Gesicht. Aber Mom, hier sind so viele Lichter. Hey, was war das? Mami, ich will das alles nicht. Schon gut, mein Schatz, hab keine Angst. Ich warte genau hier. Okay, was zum... Mami! Es ist alles gut, Jared. Pass mal auf, ich bin direkt neben dir. Also, ich werde hinter diesem Laken stehen, okay? Ich weiß nicht so recht, Mami. Ich bin immer noch hier. Oh, okay. Bringen wir das hinter uns. Wie ist das? Sieh zu, meine gute Seite zu erwischen, ja? Probieren wir mal was Lustiges. Oh ja, das ist gut. Jetzt die knallharten Jungs. Kann ich da eine Kopie von haben? Oh, warte. Lass uns noch ein Vater-Tochter-Foto machen. Komm schon, Kleine. Muss das wirklich sein? Lächle für den Polizeibeamten. Da fügt sich nun alles zusammen. Das wird eine meiner besten Arbeiten. Sieht so lebendig aus. Hey, Mom, guck mal hier. Ich werde Skateboardfahrer. Cool, oder? Das hört sich sehr gut an, mein Schatz. Aber du brauchst noch was, bevor es losgeht. Was meinst du? Hey, der Hut gefällt mir. Den verlierst du besser nicht. Dieser Helm schützt dein hübsches Köpfchen. Danke, Mom, jetzt geht's los. Nicht so schnell. Du hast noch was vergessen. Mom, damit büße ich Street Credits ein. Keine Widerrede, Jared. Stillgestanden. Muss das wirklich sein? Man kann nie vorsichtig genug sein. Mom, ich sehe aus wie ein Marshmallow. Das ist doch lächerlich. Ich weiß doch, wie ich fahren muss. Kann ich jetzt gehen, bitte? Okay, okay, dann los. Wow, das macht Spaß. Ich fahre voll schnell. Aber auch nicht zu schnell. Denk dran. Ich spüre schon den Wind in meinen Haaren. Du machst das toll, Schatz. Ah, wieder so ein schöner, fauler Tag. Ha, Klassiker. Hey, Dad, guck dir mal meine coolen Skateboard-Klamotten an. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, ganz toll. Oh, das Brett sieht ja toll aus. Zeig mal her.
Früher war ich da ein abgefahrener Skater. Oh yeah, guck dir diese, drehenden Dinger an. Räder, jetzt hab ich's. Aber Dad, das ist mein Skateboard. Gleich, mein Schatz. Wuhu! Jetzt bin ich dran, du fährst schon den ganzen Morgen. Lecker. Eine Freude für meine Geschmacksnerven. Dad, Dad, das ist ein Notfall. Ich hab einen Pickel. Was mache ich denn jetzt? Ich treffe doch heute Abend Kevin. Oh ja, Kevin, der ist echt ein Hübscher. Dann bringe ich das mal in Ordnung. Das klappt bei mir immer. Hä? Was hast du vor? Bleib mir mit dem Daumen weg. Willst du meine Hilfe oder nicht? Halt still. Sicher, dass das klappt. Das ist ein ganz schön hartnäckiger. Mal überlegen. Wir müssen den ausquetschen. Beiß die Zähne zusammen. Also die gute Nachricht ist, also dein Pickel ist nicht mehr alleine. Sie sind jetzt zu dritt. Willst du mich verkackeiern? Das ist alles deine Schuld. Nimm's locker. Na klar, ist doch ganz einfach. Ich hab doch genau das Richtige. Das wird dein Pickelproblem lösen. Zieh sie einfach über den Kopf und die Pickel sind weg. So kann ich doch nicht rumlaufen. Was? Warum denn nicht? Viel Spaß, mein Schatz. Und frag Kevin, ob er mal Bock hat, bei uns abzuhängen. Geh schon, du willst nicht zu spät kommen, oder? Ach, und schon wieder war ich ein guter Vater. Meine Kleine wird so schnell erwachsen. Wo war ich? Oh, wow. Ein herzerwärmender Artikel. Piu, piu. Dieses Spiel ist voll cool. Ist das ein Pickel? Oh ja, ist es. Warum gehst du damit so lässig um? Wir müssen den unbedingt behandeln. Alles wird gut, mein Schatz. Mami ist da. Ich bin auf diesen Moment vorbereitet. Hier muss irgendwas drin sein, um den loszuwerden. Vielleicht reicht die Spritze? Nein, wie komme ich denn darauf? Ich bin panisch. Ich muss mich beruhigen. Ist doch keine große Sache, Mom. Was mache ich denn jetzt nur? Das war alles. Ich habe dich enttäuscht, Jared. Mama, es ist schon gut. Ach, Moment. Ich muss einen Freund anrufen. Bitte, bitte geh ran. Ein Anruf. Oh, hallo. Ein Pickel? Oh nein. Aber ich kenne einen Trick. Nimm einfach Zahnpasta. Alles ist unter Kontrolle, Jared. Ich bin gleich wieder zurück. Ich muss mich beeilen. Aha, genau die brauche ich. Damit werden wir den Pickel los. Ernsthaft, Mom? Wir müssen schnell sein. Ich schmier die Zahnpasta auf den Pickel und nun lassen wir einwirken. Und dann wischen wir sie ab. Und der Pickel ist weg. Oh Gott, bin ich erleichtert. Oh. Du hast echt ein Problem, Mom. Ich brauche einen Moment. Es gibt nichts Besseres als eine nahrhafte Mahlzeit. Hey Mom, kann ich was Süßes? Bitte, bitte, bitte. Ist in Ordnung, aber nur einen. Du willst dir ja vor dem Essen nicht den Appetit verderben. Hier sind sie. Gib, gib, gib. Welchen möchtest du denn? Den hier, den werde ich schön genießen. Schokolade ist meine Schwäche. So lecker. Aber denk dran, nur einen. Ach komm schon, einer ist einsam. Du bist so gemein. Schon gut, du kannst Obst essen. Wie wär's mit einem Apfel? Bäh. Ich will nur was Süßes. Nein, nichts Süßes mehr. Keine Süßigkeiten, kein Jared. Ach, du dramatisierst mal wieder. Ich muss das Süße gut verstecken. So schnell gibt er nämlich nicht auf. Das Mayo-Glas bringt mich auf eine Idee. Zunächst leere ich das Glas. Das heißt, das Süße lege ich erstmal beiseite. Nun wird's künstlerisch. Ich brauche einen Schwamm und weiße Farbe. Ich betupfe das Glas von innen mit Weiß. Das soll schön gleichmäßig aussehen. Ich wollte schon lange mal wieder malen. Ich will, dass das Glas von innen komplett weiß ist. Das müsse reichen so. Und wenn die Farbe trocken ist, kommen die Bonbons wieder da rein. Jared kann sie nun nicht mehr sehen. Ich mache noch den Deckel drauf, aber eine Sache fehlt noch. Ich klebe ein Mayo-Etikett auf das Glas. Perfekt. Das kommt nun so in den Kühlschrank. Das ist der letzte Ort, an dem er suchen wird. Daran hätte ich schon viel früher denken sollen. Ist zwar hinterhältig, aber anders geht's nicht. Und nun kann ich mich entspannen. Ist die Luft rein? Ja, sie ist weg. Die Süßigkeiten gehören mir. Aber ich muss gut aufpassen. Aha, hab sie. Wo sind sie? Sie sind weg. So ist das also, ja? Mom denkt, sie kann mich austricksen. Ich weiß, sie sind hier irgendwo. Warte mal, lass mich das mal checken hier. Das ist ein riesiges Glas Mayo. Bäh, ich hasse Mayo. Das kann zurück in den Kühlschrank. Wo hat Mom die Süßigkeiten versteckt? Dann bleibt mir nur eins übrig. Okay, Apfel, bringen wir es hinter uns. Jetzt ist es schon so weit gekommen.
Hab ich gut geschlafen. Was zum... Madison, was machst du da? Sieh dir das an. Unfassbar, was du hier fabriziert hast. Lass mir wenigstens was Süßes übrig. Das ist toll. Jetzt muss ich das alles noch aufräumen. Ich hasse das. Aber ich habe einen Plan. Das kommt weg. Keine Süßigkeiten mehr, es sei denn, du zahlst dafür. Ich will mehr Schoko. Na, wo ist die? Du kannst das Obst hier essen. Und das ist gratis. Hey, was ist hier los? Hey, das benutze ich gerade. Nope, jetzt nicht mehr. Ist das dein Ernst? Wasser? Was soll das? Dad, lass uns bitte drüber reden. Ich kann mir das alles niemals leisten. Ach doch, das schaffst du schon. Was sagst du dazu? Putzen? Langweilig. Aber ich brauche Geld. Okay, wir haben einen Deal. Das wirst du brauchen. Und alles muss blitzeblank sein. Hey, ein Kind zu erziehen, das ist gar nicht so schwer. Ich sollte ein Buch darüber schreiben. Juhu, endlich spielen. Welches Spiel nehme ich denn heute? Das sieht lustig aus. Wow, all die Spielfiguren. Das sieht gut aus. Ein sehr interessanter Artikel. Hey, Mom. Hallo, Liebling. Wie geht es meiner Prinzessin? Zeig mal, was du da hast. Ich habe was gemalt. Guck. Oh, Liebling, du hast Papa aber sehr gut getroffen. Das werde ich mir einrahmen oder in einer Kunstgalerie aufhängen. Meine Kleine ist so begabt. Ein wahres Naturtalent. Ich bin unendlich stolz auf sie. Mami, Mami. Hä? Ein wirklich tolles Bild, Liebling. Das hänge ich gleich an die Wand. Das sieht toll aus. Ein weiteres Meisterwerk für unsere Sammlung. Lass deiner Kreativität immer freien Lauf, hörst du? Bravo. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Doch nicht. Ich hasse es, krank zu sein. Ein Mülleimer wäre wohl gut. Oder jemand anders räumt hier einfach auf. Hey, Mami, ich habe dir ein Bild gemalt. Zieh Leine, ich bin beschäftigt. Mami? Mami? Immer noch da? Na gut, dann zeig mal her. Guck mal, da sind Bäume und Vögel. Gib mal her. Viel besser. Oh, das wollte ich nicht. Igitt. Schon gut, ich wisch das ja weg. Ich hab's. Ich häng's mit Kaugummi an die Wand. Aber wir haben doch Klebeband. Aber wenigstens hängt sie's auf. Tada! Du hast es ruiniert. Hab's versucht. Sorry. Die Hausaufgaben sind echt schwer. Oh, das Ergebnis weiß ich aber. Puh, so viel Denksport. Oh, hi Mama. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte dir nur etwas zu trinken bringen. Hier hast du etwas Limonade. Danke, Mom. Okay, weiter geht's. Mom, das ist viel zu laut. Das haben wir gleich. Hör auf zu klingeln. Hör auf jetzt. Endlich Ruhe. Oh nein, die Türklingel. Wer könnte das denn sein? Bin gleich zurück. Psst, bitte nicht stören. Oh, ein Paket, danke. Okay, dieses Haus beliefere ich garantiert nicht mehr. Ist das besser? Oh, entschuldige. Ich lasse dich in Ruhe. Meine Mami ist so lieb. So viele Hausaufgaben. Ah, jetzt kapiere ich's. Gar nicht so schwer. Hi, Mami. Wer spricht da? Ups, da habe ich wohl Kaffee verschüttet. Tut mir leid. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Hab mich ja schon entschuldigt. So, jetzt sei still, ich muss mir was anschauen. Der Kanal ist spitze. Das ist so lustig. Mom, ich kann mich nicht konzentrieren. Du hast aber schlechte Laune. Na, dann schaue ich eben nicht weiter. Man kann hier überhaupt nicht gut arbeiten. Hey, zieh dir mal die Riffs rein. Ich hab Bock auf eine Gitarren-Session. Oh yeah, Rock'n'Roll. Mom, bitte. Kunstbanause, sorry.
mein Bett ist echt gemütlich. Also dann, gute Nacht, Mom. Hast du denn noch Lust auf eine gute Nachtgeschichte? Ja, voll gerne. Es war einmal ein lustiger Clown. Lies weiter. Hallo, Betty. Ich bin Coco, der Clown. Und ich mag gerne Unsinn. Ja, das ist die beste Geschichte aller Zeiten. Und eines Tages traf Coco eine gute Fee. Wow, ist die hübsch. Ich bin langsam echt müde. Oh, ist sie nicht süß, meine kleine Prinzessin? Schlaf gut, mein Liebling. Mami? Mami? Mami, wach auf! Mami, es ist Zeit für eine gute Nachtgeschichte. Mom! Hä? Wo bin ich? Kannst du mir das hier vorlesen? Ein Märchenbuch? Wie langweilig. Wie wär's mit ein paar Gruselgeschichten? Aber ich hab Angst. Es war einmal eine böse Hexe, die Kinder verspeiste. Ihr einziger Freund war eine Vogelscheuche, die nachts ihr Unwesen trieb. Mmh, ich hab Hunger. Ich muss leise sein, sonst hört mich Mom. Ich will einen Snack. Hier ist nichts. Wo sind denn die ganzen Süßigkeiten hin? Ah, ich weiß. Auch nichts? Hat Mom sie versteckt? Oh, Bingo! So viel Süßes. Was machst du denn da, junge Dame? Gib die Süßigkeiten her, ich mach das. Denk dran, du sollst mich fragen, wenn du etwas Süßes möchtest. Mmh, yummy. Ups, das hätte ich fast vergessen. Beinahe. Sehr gut, Mom ist nicht da. Ich darf hier nichts herumliegen lassen. Das kommt hier ins Glas. Kaum zu glauben, dass ich das tun muss. Ich versteck das mal lieber. So weit, so gut. Das findet die nie. Das hat so lecker geschmeckt. Mom, was machst du da? Oh, hi. Das war meine Schokolade. Kannst du das auch beweisen? Mami, bin wieder zu Hause. Das Spielen hat echt Spaß gemacht. Oh, ich habe mich geschnitten. Au. Mami, Hilfe. Da bist du ja wieder. Oh, du hast dich verletzt. Ich helfe dir. Na, lass mal sehen. Oh je, das sieht schlimm aus. Das brennt total. Mach was, Mama. Was mache ich denn jetzt? Warum verkleidest du dich? Das ist dein Job für die Krankenschwester, Mami. Oh, hätte ich bloß nichts gesagt. Gleich fühlst du dich schon viel besser. Leg dich hin und ruh dich etwas aus. Mami, hilf mir. Ich bin hingefallen und es tut weh. Was ist dir passiert? Ah, verstehe schon. Ich soll dir wieder mal helfen, ha? Oh, so viel Blut auf einmal. Halt mal das hier. Mir ist ein bisschen flau. Ich verbinde das Ganze jetzt mit Klopapier. Aber ich brauche doch ein Pflaster. Ach, Blödsinn. Wer braucht schon Pflaster? Schau, alles wieder gut. Gib mir die Chips zurück. Pflaster wären besser gewesen. Mom! Hey, Mom! Was ist denn los, mein Schatz? Das Spiel hier. Legen wir das zur Seite. Ich bin ja da. Keine Angst, das ist nur ein Spiel. Oh, was ist das? Vielleicht ein geheimes Portal in ein mystisches Land? Ich muss das herausfinden. Nein, ich habe das Oberteil in Altrosa bestellt, nicht in Candy Pink. Jetzt geht's los, gleich bin ich dran. Stellen Sie sicher, dass... Jared! Nein, stopp! Das wird cool. Was glaubst du, was du da tust? Du sollst das doch nicht machen. Das ist ungerecht. Ich weiß, dass das ein geheimes Portal ist. Nicht weinen. Schau mal, was ich hier hab. Das magst du doch. Oh, gib her.
Puh, das war knapp. Hm, dieser Deckel könnte nützlich sein. Der hat die perfekte Größe. Es ist ein Versuch wert. Aber ich brauche mehr Joghurtdrinks. Ich stecke sie in die Dose und drehe den Deckel ab. Das wird alle neugierige Finger fernhalten. Und ich kann jetzt beruhigt sein. Ja, also ich möchte dieses Oberteil in Babyblau bestellen, nicht in Königsblau. Es wird Zeit, das Portal zu erkunden. Hä? Was ist das denn? Das ist langweilig. Ich wusste, dass das klappt. Jetzt muss ich noch den Rest des Hauses Jared sicher machen. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Zeit zum Schlafen. Aber ich bin noch nicht müde. Träum süß, mein Schatz. Ist er weg? Ich will noch nicht schlafen. Ich will lieber Spaß haben. Ich liebe den Schleim. Den kann ich ziehen und kneten. Willst du mal probieren, Dolly? So ist's gut. Ist alles auf. Oh, okay. Ich probiere den auch mal. Hä? Ist schon morgen? Oh nein, was ist passiert? Guck dir deine Haare an. Die sind voll mit Schleim und sind jetzt ganz verklebt. Warum musste das passieren? Wah! Madison, was ist los? Guck dir meine Puppe an. Oh, das sieht übel aus. Das klebt fest dran. Hm, sag mal, ist das Schleim? Ups, naja, könnte sein. Gib den her. Du weißt, das ist ein schleimfreies Haus. Mal sehen, was wir mit diesen Haaren tun können. Ich weiß nicht, ob man da noch was machen kann. Den kann man nicht auswaschen. Aber ich habe eine Idee. Sie bekommt eine Glatze. Leg den Rasierer weg, Papa. Nein! Gleich ist es vorbei. Ich denke, das wird ihr stehen. Das macht mir sogar ein bisschen Spaß. Wow, das Licht wird von ihrem Kopf reflektiert. So, ich bin fertig. Sie sieht gut aus. Sag Hallo zu deiner neuen Puppe. Bist du verrückt? Guck sie dir an. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Warte mal, ich habe eine tolle Idee. Und dafür brauche ich diese Wolle. Und ich brauche eine Nadel. Ich schiebe sie in die Puppe und zur anderen Seite durch. Dann ziehe ich die Nadel ab. Das gleiche mache ich mit gelber Wolle. Ich setze die Nadel neben den ersten Wollfaden. Das mache ich so lange, bis die Puppe wieder voller Haare hat. Sieht toll aus. Sieht aus, als hätte sie einen Regenbogen im Haar. Was sagst du dazu, Madison? Das gefällt mir, Papa. Schön bunt. Danke, Papi. Du bist der Beste. Ja, das bin ich. Vielleicht style ich meine Haare auch so wie die Puppe. Ich decke jetzt den Tisch. Du machst eine Teeparty, Kleine? Das ist so süß. Und hier ist meine Teekanne. Das ist frisch gebrühter Tee. Ich weiß, der wird euch schmecken. Und ich habe auch Schokobonbons. Keine Bange, ich habe genug für alle. Und ich habe noch einen Snack. Ein leckeres Würstchen. Warte, reicht das denn? Wir sind zu dritt. Aber ich habe nur ein Würstchen. So wird das nichts. Aber ich kann sie ja in drei Teile teilen. Du schaffst das, Kleine. Zeig dem Würstchen, wer die Chefin ist. Ah, es lässt sich nicht teilen. Oh. Ups, Entschuldigung, Papa. Was ist denn los? Wir sind zu dritt, guck. Oh, ich verstehe dein Problem. 1, 2, 3. Aber wir haben nur ein Würstchen. Ich muss kurz nachdenken. Und vielleicht habe ich schon die Lösung. Schau dir dieses Gadget an. Genau das brauchen wir jetzt. Hallo, ich möchte was bestellen. Schau dir das an, Madison. Damit können wir die Wurst aufschneiden. Lass es uns gleich testen. Aufklappen und Wurst einlegen. Und dann wird sie durch diese Metalldinger in Scheiben geschnitten. Einfach so. Wow, das war ja voll einfach. Was wird als nächstes erfunden? Wow, jetzt lass mich ran. Nicht so schnell, Süße. Ich leg sie auf den Teller. Das ist besser. Hm, danke. Bald aufmachen. Gut, dass es dich gibt. Technik ist einfach wunderbar. Viel Spaß bei deiner Teeparty, Süße. Hier für dich, Teddy. Du bist ein guter Junge. Hast du das gelesen? In der Stadt ist ein Katzeneinbrecher unterwegs. Hä? Das war nur ein Scherz. Oh, richtig. Ich habe verstanden. Madison. Was ist, Papa? Du bist dran, mit dem Hund Gassi zu gehen. Kein Problem. Ich mache mich schnell fertig. Okay, fertig. Bei Fuß, Wuffi. Warte. Denk an die Kacktüte. Ach, eklig. Die nehme ich nicht. Na gut, ich komm mit. Bringen wir es hinter uns.
Das war's mit meinem Faulenzertag. Ist schön draußen, stimmt's, Wuffi? Was ist los? Oh, du machst dein Geschäft. Hey, was raus muss, muss raus. Oh, was hast du denn gegessen? Der gehört dir, Süße. Du wolltest doch einen Hund haben. Ach, okay. Aber warum muss ich immer die ekligen Jobs machen? Ich will das nicht anfassen. Das stinkt. Nein, ich kann das nicht. Wir können den aber nicht liegen lassen. Ich weiß, aber ich brauche deine Haarspange. Damit kann ich die Kacke aufsammeln. Schau zu und lerne. Ich stecke die Spange in die Tüte. Und dann sammle ich die Kacke ein. Aber ich muss sie nicht anfassen. Jetzt ziehe ich die Tüte drüber. Und das war's schon. Das kommt in den Müll. Ich habe Hirn und einen prächtigen Schnurrbart. Hier hast du deine Spange zurück. Lass uns gehen. Guck mal, was ich hier habe. Leckeres, frisches Gemüse. Und einen Eimer voll Brathähnchen. Ich werde das genießen. Was für ein köstlicher Duft. Hä? Was hast du? Wir müssen reden. Du bekommst Hühnchen und ich das? Hey, ich mach nicht die Regeln. Guck dir doch die Tafel an. Siehst du da ein Brathähnchen? Ach, komm schon. Ich weiß. Wir sollten ein Spiel spielen. Hey, meinst du etwa? Okay, ich stehe auf eine gute Challenge. Wenn ich gewinne, tauschen wir das Essen. Ich mag den Einsatz. Du fängst an. Ich hab hier die Sahne. Das wirst du noch bereuen. Ja, ja, das werden wir sehen. Okay, es ist fertig. Jetzt geht's los. Das ist so aufregend. Ich habe ein gutes Gefühl. Piu, nichts. Das war Anfängerglück. Jetzt bin ich dran. Ich weiß, dass nichts passieren wird. Nein! Juhu, ich habe gewonnen. Yay! Das war nicht fair. Das sagst du immer. Jetzt gib mir das Hühnchen. Das finde ich viel besser. Du hast recht, das riecht fantastisch. Hey, warte, lass uns noch ein Spiel machen. Nö, ich bin zufrieden. Ein Versuch war es wert. Ich mag kein Grünzeug. Igitt. Nein, nein. Wow. Madison, bist du schon wieder aus dem Bett gefallen? Und sie schläft weiter. Da bist du wieder. Zum Glück habe ich die perfekte Lösung gefunden. Sie bleibt auf dem Bett. Und es gibt keine bösen Stürze mehr. Was? Wie hat sie das gemacht? Das passiert jede Nacht. Aber ich weiß, was ich noch tun kann. Ich stecke Poolnudeln auf den Bettrahmen. Ich habe sie eingeschnitten, damit sie stecken bleiben und nicht wegrutschen. Wenn Madison sich umdreht, sind die Poolnudeln als Barriere da. Sie wird nicht rausfallen. Ich bin beruhigt, dass das klappt. Ich verschwinde jetzt ganz still. Früher oder später wirst du wahrscheinlich einen Schwangerschaftstest machen müssen. Aber nicht alle Frauen reagieren auf die gleiche Weise, selbst wenn sie genau die gleichen Ergebnisse bekommen. Schreien gehört zu den häufigsten Begleiterscheinungen und manchmal erlebst du eben eine gute oder miese Schwangerschaft. Ja, zwei schwangere Damen mit doppeltem Appetit. Boah, das sieht klasse aus. Oh, das Baby hat Lust auf Tomaten. Sowas von gut. Oh, ich weiß nicht so recht. Solang's mal süß ist. Boah, nee, das ist ekelhaft. Ah, schau das Ding hier weg. Ja, das tut mir so leid. Wer hat denn dieses Ding bestellt? Ach, jetzt geht's ab. Warte, komm her. Ich sagte Mayo, Senf, Salat, Gurken. Okay, einen Moment. Ich denke, das wirst du gut finden. Du willst süß und herzhaft? Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich achte darauf, dass ich viel... Ja. So, und jetzt kommt die Schlagsahne. Ich nehme an, du willst eine Menge, oder? Ja, so soll es sein. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich darf die Streusel nicht vergessen, stimmt's? Und fertig, guten Appetit. Oh, dieses Mädchen versteht mich total. Hallo Kohlenhydrate.
Und jetzt ab in meinen Bauch, sofort. Aber nicht ohne Fleisch. Oh, das fühlt sich an wie mein Geburtstag. Oh, ist das gut. Oh, ja, das ist es. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich. Ich liebe es, schwanger zu sein. Du nicht auch, Bella? Ich glaube, ich habe meinen Appetit verloren. Aber Mann, hier sieht es ja aus wie im Schweinestall. Als ob ich so ein Chaos zum Aufräumen bräuchte. Oh, das könnte schwierig werden. Vielleicht aus dieser Position? Ah. Bella, ich bin zu Hause. Oh, ich habe für dich geputzt, Schatz. Puh. Sag kein Wort mehr. Ich weiß, du hattest einen langen Tag. So viel Stress. Lehn dich zurück und genieße deinen Kaffee. Oh, diese Nagelbetten. Ich habe die beste Frau, die es je gab. Ah, wir sind das perfekte Team. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, nee, das will ich nicht mehr essen. Oh, ich kann mich nicht mal bücken, um es aufzuheben. Och, Mann. Schatz? Was ist denn hier los? Mir ist ein Chip runtergefallen. Und ein paar Socken. Na gut. Pass auf, dass du alles einsammelst, Babe, ja? Hier unten herrscht das reinste Chaos. Ah, daran könnte ich mich gewöhnen. Ja, mach weiter. Eine Schwangerschaft ist hart. Für Mama und Papa. Oh, Gott sei Dank, ein freier Platz. Ah, bist du okay, Baby? Oh, oh. Darf ich? Ja, vielleicht tritt's ja für dich. Wow, es wird groß, hm? Oh, ist das magisch. Oh, wow. Was dagegen, wenn ich... danke. Hallo, kleines Baby. Hey, je mehr, desto schöner. Oh, solange ich sitzen kann. Ich werde es vermissen, meine Finger zu benutzen. Das kannst du laut sagen. Das sollte euch eine Lehre sein, den Bauch einer schwangeren Frau nicht mehr anzufassen. Frag wenigstens vorher um Erlaubnis. Ja, zu verängstigt, was? Wollt ihr ihn nicht mehr anfassen? Du willst gehen? Sag mir das nochmal ins Gesicht. Lauf! Ja, Spinner. Und jetzt habe ich die Bank ganz für mich. Oh ja, nur du und ich, Baby. Keine extra Hände. Oh, das ist es also, was Babys essen. Faszinierend. Ich kann selbst Babyessen machen. Ah, zum Glück habe ich alle Zutaten. Das müsste reichen. Hoffentlich mag das Baby Bananen. Nur ein paar Gramm. Nicht zu viel. Das war's. Das Wasser muss perfekt sein. Und ja, das ist es. Jetzt kommt die wahre Magie. So weit, so gut. Jetzt muss es geschüttelt werden. Hm, hört sich gut an. Man muss es immer erst testen. Ah, das riecht süß. Hm, ja, das Zeug ist nicht schlecht. Magst du's, Baby? Oh, so süß. Ich bin wie ein Babyflüsterer. Hä? Babys essen was? Boah, das ist ziemlich unglaublich, oder? Und ich muss das auch noch selbst machen? Na, das kann ja nicht so schwer sein, oder? Ups, ja, das hat keiner gesehen, oder? Hoffentlich ist die Theke sauber. Okay, was kommt als nächstes? Ein bisschen Wasser. Hm, ob das gut ist? Okay, noch ein bisschen mixen. Boah, ist das ekelhaft. Na, gefällt dir das, Baby? Ja, die scheint sauer zu sein. Ja, ich werde dich nicht zwingen, das zu essen. Aber wir mögen Hotdogs, oder?
Ich weiß genau, wie man die macht. Ab in die Flasche damit. Ist das eine gute Kombi? Oh, süße, salzige Güte. Ich hoffe, Babys mögen kapern. Oh, da fehlt noch was. Oh, fast hätte ich den besten Teil vergessen. Eine sehr kalte Limo. Babys dürfen doch Cola trinken, richtig? Oh, das ist so eine gute Idee. Nicht zu viel davon. Oh, sowas von lecker. Das Essen ist fertig, Kleine. Ja, interessante Farbe. Oh, dir schmeckt das? Ja, ich werde dieses Mutterding sowas von rocken. Oh, Baby. Weine, weine, weine. Ah, meine Bestellung. Es ist da, Schatz. Das ging auch schnell. Ich kann es kaum erwarten. Hoffentlich ist alles dabei. Oh, ist der nicht süß? Der ist so niedlich und winzig. Oh, ich liebe jetzt schon alles so sehr. Oh ja, ich behalte ihn definitiv. Nur ein weiteres Stück für die wachsende Garderobe. Hm, der wächst wirklich schon. So süß. Die Garderobe ist fast komplett. Schon besser. Also gut, dann mal los. Zeit, meinem Baby ein paar Klamotten zu nähen. Ich kann meinem Augenmaß vertrauen. Ich denke, ich werde den Strampler einfach umreißen. Oh, kleine Armlöcher. Und jetzt kommt der lustige Teil. Schnipp, schnapp. Siehst du? Oh, ist gar nicht so schwer. Dämliche Ecke. So. Oh. Ja, das ist nicht richtig. Aber es geht um dieses Stück hier. Nichts, was ein Tacker nicht beheben kann. Wer braucht schon eine Nähmaschine, stimmt's? Fertig. Oh, schau, wie klein das ist. Und es hat genau die richtige Größe. Hey, Sunny. Willst du was Cooles sehen? Hi, Papa. Na klar. Guck dir das an. Ziemlich toll, was? Wie hast du das gemacht? Was für eine Show. Der Ruhm gebührt nicht nur mir. Oh, ich will auch mal. Gib her, gib her. Bereit? Hier kommen die Blasen. Niemals. Das ist ja cool. Pop, pop, pop. Juhu, da sind ja noch mehr. Du kriegst sie alle, Schatz. So schön. Hier, bitte. Versuch du es. Wow, so viel Verantwortung. Guck dir das an. Das könnte ich ewig machen. Wie macht er das? Warte. Die kommen aus einem Popo. Das ist ja verrückt. Das kann ich auch. Willst du es sehen? Was? Nein, bitte nicht. Mach das nicht, Sunny. Zu spät. Ich hab dich gewarnt. Ach, jeder macht das. Naja, wir überlassen das lieber ihm. Ist gar nicht so schlimm. Was du nicht sagst. Mami, guck mal mein Bild. Nein, guck dir meins an. Wow, ihr seid so talentiert. Ich habe zwei fantastische Künstler. Bravo. Das sind Meisterwerke. Zeig mal her. Danke, Schatz. Wow, habt ihr sowas schon mal gesehen? Die müssten aufgehängt werden. Ich möchte sie jeden Tag sehen. Lass uns Mama überraschen. Gute Idee. Das wird ihr gefallen. Das ist meine beste Arbeit. Mach weiter. Was jetzt? Der Tisch? Ja, der ist langweilig. Ich bin vom Einkaufen zurück. Was ist hier passiert? Hey, Mama. Mein schönes Zuhause, alles ist vollgeschmiert. Was habt ihr getan? Ah! Hä? Was ist los? Ah! Das ist eine Katastrophe. Ich glaub das nicht. Ich habe eine Idee. Ja, genau. Ich kann die Folie verwenden.
Das ist die Lösung. Ich fange besser gleich an. Ich decke alle Flächen mit der Folie ab. Die wirkt wie ein Schutzschild. Ich hänge sie auch an die Wände. Jetzt könnt ihr die Wände und den Tisch bemalen. Ist das eine Falle? Na, ich versuch's. Das macht voll Spaß. Ich nenne das meine blaue Periode. Juhu! Lass dich nicht stören. Hä? Hat jemand was gesagt? War wahrscheinlich nichts. Das ist der schönste Tag aller Zeiten. Der soll nie zu Ende gehen. Guck mal, Mama. Das machst du toll, Schatz. Puh, ich muss nicht renovieren. Hey, haben wir hier was verändert? Gefällt mir. Danke, Mama. Nicht der Rede wert, Jungs. Du bist die beste Mami. Wo sind meine Stifte? Guter Schlag, Sunny. Denk dran, schön langsam. Das war's. Ein Hole in One. Schalalalalalala. Wow, was für ein Publikum. Solozeit. Abrocken. Hier, Fischi, Fischi. Hey, du hast was am Haken. Zieh sie ein. Wow, der wehrt sich. Abgeklatscht, du bist. Du fängst mich nicht. Ich bin nicht in Form. Komm zurück. Ich muss mich setzen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Oh, wir hatten so viel Spaß. Aber ist in Ordnung. Setz das auf, Papa. Wusch, wusch. Ich schau dir zu. Hä? Ach, komm schon. Sitz nicht einfach nur rum. Papa, tu was. Nur einen Moment, Sunny. Aber Papa. Hey, ich hab was zur Ablenkung. Hä? Was ist das? Das sieht interessant aus. Ich stelle das hier hin und bereite alles vor. Ich brauche all meine Stifte. Jetzt kann ich malen. Aber ich brauche noch ein Modell. Oh, das finde ich gut. Ich stecke die Scheibe hier rein. Dann drehe ich, bis ich das gewünschte Bild habe. Nee. Hier ist nichts dabei. Ich nehme die andere Scheibe. Mal sehen, was da drauf ist. Wow, guck dir das an. Die Tiere sind ja süß. Ah, das will ich. Ich mache noch das Licht aus. Ich muss nur das Bild nachmalen. Das ist ganz einfach. Aber das wird toll aussehen. Ich lasse die Flecken noch frei. Jetzt kann ich die ausmalen. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Dann male ich den Rand nach. Der ist so niedlich. So, alles fertig. Der ist perfekt. Papa, guck mal. Oh, Papa, wach auf. Na gut, er braucht seinen Schönheitsschlaf. Ich werde noch was anderes malen. Ah, der Elefant. Der könnte schwierig werden. Was für ein interessantes Buch. Hey, Schatz, die Jungs spielen. Oh, schau sie dir an. Wollt ihr ein lustiges Spiel spielen? Ich nenne es Putzen. Ich denke, es wird euch gefallen. Hä? Das sieht nicht nach Spaß aus. Ups, da ist was runtergefallen. Oh, guck dir das an. Ich hab doch gesagt, nimm einen Teller, Papa. Die Arbeit nimmt kein Ende. Ich hasse das. Da gehe ich lieber zum Zahnarzt. Sind wir fertig? Kein Ende in Sicht. Kannst du laut sagen? Weniger reden, mehr putzen. Wie sieht's aus? Warte mal. So chaotisch wie vorher. Was macht ihr da? Das verlief nicht nach Plan. Warte, ich denke, ich habe einen Plan. Und das Klebeband hilft mir. Ja, das wird klappen. Oh, Jungs, nicht bewegen. Es tut uns leid, Mama. Hä? Oh, es ist okay. Streck die Arme aus. Vertraut mir. Ich wickle das Band um eure Hände. Genau so. Was passiert hier? Sie ist durchgedreht. Das wird lustig. Aha. Versprochen. Jetzt wickle ich das Band um eure Körper. Bleibt schön stehen. Das dauert nicht lange. Wichtig ist, dass die klebrige Seite nach außen zeigt. Ich denke, wir sind bereit. Und was jetzt? Drückt das Klebeband auf euer Spielzeug. Verstanden, Mama. Los geht's. Hey, guck dir das an. Das hebt alles auf. Du bist ein Genie, Mama. Das ist voll cool. Als ob wir in der Zukunft leben. Das macht ihr toll. Juhu, mir ist schwindelig.
Guck, ich hab alles. Was ist das? Ich bin reich. Ich fange an, das zu genießen. Ich muss alles nehmen. Guck mal. Ich mach das nochmal. Oh, das ist eine Menge. Guck dir das an. Hab's. Wow, jetzt ist alles sauber. Ich bin sehr stolz auf euch, Jungs. Ihr habt hart gearbeitet. Ich finde, ihr habt eine Belohnung verdient. Wow, schön. Hey, wo ist mein Schnurrbart? Suchst du den? Hey, gib den zurück. Ha, du brauchst sowieso eine Rasur. Ich werde es tun, ich werde gewinnen. Hey, wie geht's? Moment mal, hast du die ganze Zeit gespielt? Ja, das habe ich. Wie auch immer. Warte mal, was mache ich hier eigentlich? Das war's. Ich gehe besser ins Bett. Es fühlt sich anders an. Nicht gut. Seine Mutter wird so wütend sein. Ich muss es regeln. Hey, was soll das? Justin, setz dich gerade hin. Ich meine es ernst. Was soll ich jetzt tun? So kann es nicht mehr weitergehen. Es gibt nur eine Lösung. Bleib sitzen. Das ist deine eigene Schuld, Justin. Ich versuche dir zu helfen. Ich wickle meinen Gürtel um dich und schnalle ihn hinten zu. Genau so. So, viel besser. Eigentlich fühlt sich das ziemlich gut an. Danke, Papa. Puh, es hat geklappt. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Schlaf gut. Thank you. Und ich trage ihn immer noch. Schaut. Warte, ihr dachtet, er hätte... Nein, nein, das ist ein Happy End. Das ist großartig. Ich könnte das den ganzen Tag tun. Ich fühle mich so lebendig. Anders als diese Spielzeuge. Aber jetzt bin ich traurig. Es gibt nichts mehr zu zerstören. Oh, hallo. Diese Chips sind gut. Ein bisschen gekleckert. Was gibt's im Fernsehen? Ha, toller Film. Was gibt's Schöneres als einen faulen Tag? Oh oh, ich habe keine Chips mehr. Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Ich sollte wohl besser losgehen und welche kaufen. Ich bin nicht wirklich dafür angezogen. Oh, ich ziehe mich besser an. Ah, schon besser. Nein, Chris, sag mir, dass du nicht... Oh doch, und ich habe jeden Moment genossen. Wie findet ihr das? Ziemlich gut, oder? Warum? Warum hast du das getan? Sieh dir das an. Ups. Du hast auch meine Tasche zerschnitten und das Geld? Was ist los mit dir? Entspann dich. Was soll ich sagen? Ich bin ein Künstler. Hey Justin, sieh dir mein T-Shirt an. Ich kann eins für dich machen. Oh, du machst mich so wütend. Einfach atmen. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss mein fleckiges T-Shirt wieder anziehen. Gib mir die Schere. Ich muss ein paar Änderungen vornehmen. Das war einfach. Jetzt hebe ich es über meinen Kopf. Aber nicht bis zum Ende. Ich mache einen Knoten in das T-Shirt. Es ist eine tolle Einkaufstasche. Da passt viel rein. Nicht anfassen, okay? Ich muss los. Ich glaube, ich habe ihn inspiriert. Ich mache besser weiter. Wenn man muss, dann muss man. Yep, wenigstens haben wir Snacks dabei. Ja, das könnte eine Weile dauern. Warte, da passiert was. Nur kommt was. Bin auch schon fertig. Muss noch abwischen. Das Klopapier ist schön weich. Ups, kommt wieder her. Jasmine? Na hallo, ich bin der Klopapiergeist. Okay, das ist seltsam. Warte. Danke, Kumpel. Ich hab da was für euch. Guckt euch das an. Was ist das? Hey, guck mal. Wir müssen nicht mehr abwaschen. Das Wasser macht das für uns. Das kitzelt. Jetzt bin ich schön sauber. Alles erledigt. Ja, total. Dieser Teddy ist so weich und kuschelig. Mein bester Freund. Du machst mich so glücklich. Wir bleiben immer zusammen. Ein wunderschöner Tag für ein Picknick. Der Schokoaufstrich sieht aber gut aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Den will ich mal probieren. Ich habe da was Leckeres für dich. Danke, Mom. Ich krieg echt langsam Hunger. Bitte sehr, Süße. Oh nein, was machst du denn da? Ist nicht das, wonach es aussieht?
Ich hätte es wissen müssen. Gib das her. Aber das Leben ist so unfair. Hör auf, so dramatisch zu sein. Wir müssen dich sauber machen. Zum Glück habe ich diese Tücher dabei. Schön stillhalten. Zu langsam. Ich will nur weinen. Ach, sie ist zu schnell für mich. Ich muss doch was tun können. Moment mal, was ist das denn? Mit diesem Toilettenpapier könnte es klappen. Ein Versuch ist es wert. Jeden Moment. Was ist das für ein komisches Glühen? Ist wahrscheinlich nichts. Du hast gerufen. Wo liegt das Problem? Moment. Mom, sollten wir lieber wegrennen? Ich habe was Besonderes für dich. Schau dir diesen kleinen Kerl hier an. Ist der nicht entzückend? Aber warte, da ist noch mehr. Siehst du das? Aus seinem Popo kommen Seifenblasen. Wow, das ist fantastisch. So was Cooles habe ich noch nie gesehen. Bitte sehr, versuch's mal. Wow, wirklich? Ich möchte, dass du ihn bekommst. Danke, den Rest schaffe ich. Ich muss nur schnell sein. Bis bald, Leute. Und los geht's. Wow, ein richtiger Künstler. Ob ich das auch machen kann? Ich werde es später ausprobieren. Oh nein, das wirst du nicht. So, schön sauber. Vergiss deinen Snack nicht. Vorsichtig, schön langsam. Schwieriger, als ich dachte. Aber ich schaff das. Wow, guck mal, wie ich gehe. Ich glaube, wir sind bereit. Lass uns feiern. Ich fühle mich mega schick. Wow, das hätte böse enden können. Diese Farbe steht mir echt gut. Und was ist mit mir? Ich fühle mich auch schick. Nichts schöner als ein Mädelsabend. Irgendwas fehlt. Hey Jasmine, wir brauchen noch Schmuck. Oh, gute Idee. Wow, guck dir das an. Es gibt so viel. Was nehme ich nur? Das gefällt mir. Mom hat bestimmt nichts dagegen. Was sagst du? Gefällt mir. Das ist voll schön. Was ist da noch drin? Hey Lilly, guck mal, was ich hier habe. Ist die schön? Wow, ich will die auch haben. Was? Nein, ich habe die zuerst gesehen. Lass los. Oh nein, gar nicht gut. Was machen wir jetzt? Panik, das ist voll schlimm. Total schlimm. Mom wird so wütend sein. Ich werde nie wieder verkleiden spielen dürfen. Finden wir uns damit ab, sie ist weg. Und wir könnten gar nichts tun. Jasmine, da drüben. Kann ich mich denn nie entspannen? Der Klopapier-Genie hat wohl nie frei. Wo liegt das Problem? Die Halskette ist im Abfluss verschwunden. Du musst uns helfen. Tja, bitte. Schaut mal, was ich hier hab. Kommt ihr euch bekannt vor? Wow, wie hast du das gemacht, gib her. Wie hast du das gemacht? Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Aha, und ich weiß auch wie. Ihr braucht das. Was? Soll uns das beeindrucken? Oh, das wird es. Das wird euch umhauen. Vertraut mir. Was ist das? Frag mich nicht. Echt jetzt? Das kommt ins Waschbecken. Das Teil verhindert, dass was im Abfluss verschwindet. Ich muss los. Hab's kapiert. Das muss weg. Und das kommt da rein. So kann nichts mehr ins Loch fallen und verschwinden. Und nun wird gefeiert. Juhu! Oh nein, der Schmuck! Ist schon okay, wir haben ja den Stecker. Also keine Panik mehr. Alles gut. Guck dir nur diese Moves an. Ich fühle mich voll gut. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich will, dass der nie endet. Ja, finde ich auch. Oh, das macht so... Ich freue mich so auf mein Date. Ich mache mich besser mal fertig. Meine Haare sollen auch gut aussehen. Nun finde ich sie trocken. Ah, oh, das ist so gut. Das wird ein toller Abend. Habe ich noch genug Zeit? Hä? Nein, das kann nicht sein. Ich bin spät dran. Ich muss mich beeilen. Oh, keine Zeit mehr. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja, genau, was ich brauche. Hey, Klopapiergeist. Erfrischend. Hey, das ist nicht der Strand. Ach du schon wieder. Was ist los? Ist das nicht offensichtlich? Schau mich an. Das ist ein Scherz, oder? Na gut, du kannst die hier haben. Fang. Leggings? Was soll ich denn damit machen?
Der ist doch völlig verrückt geworden. Jetzt hör mir gut zu. Oh, verstehe. Wow, danke, das klingt großartig. Zuerst teile ich meine Haare in Strähnen. Genauso, und dann flechte ich sie. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Nun lege ich das über meinen Kopf und befestige sie. Perfekt! Und nun setze ich das Haarnetz auf und ziehe die Leggings über meinen Kopf. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Die muss aber da oben bleiben. Mit dem Tuch fixiere ich sie. Und nun brauche ich meinen Föhn. Den stecke ich einfach in das eine Beinende. Und dann schalte ich ihn an. Nun muss ich nur kurz warten. Jasmine? Hallo? Bist du da drin? Klopf, klopf. Ist er schon da? Okay, mal sehen, wie meine Haare aussehen. Hoffe, das hat geklappt. Wow, fantastisch. Als ob ich beim Friseur war. Gefällt mir. Ich habe weiche, schöne Ringellöckchen. Ich muss los. Hey, wie geht's dir? Die sind für dich. Oh, voll süß. Du bist echt total romantisch. Mann, ist das langweilig. Ich brauche neues Spielzeug. Oh, hey, sind das Puppets? Ja, für dich. Mellies nehme ich. Ich will nicht mehr mit Puppets spielen. Hab's versucht. Was würde dir gefallen? Wie wär's mit Poptubes? Poptubes! Gib her! So lang! Wow! Ja, noch eins! Oh, noch viel länger! Wo ist es hin? Versuch's damit! Strohhalme? Aber pass auf! Zuerst kommt der obere Teil weg, dann der untere. Hier, für dich, Mini-Pop-Tubes! Wow! Trau dich! So winzig! Das macht Spaß! Willst du noch eins? Ja, gib her! Tob dich aus! Komm schon, fast geschafft! Hey Champ, ich habe Kakao gemacht! Nein, danke Dad, ich habe Limo! Oh, aber okay, was soll's! Ha, yes, erwischt! Hey, Lust auf eine Schachpartie? Sehe ich so aus? Vergiss es, Dad! Okay, konzentrier dich! Hey, hast du Lust auf Football? Jetzt nicht, ich bin mitten im Spiel! Natürlich, entschuldige! Was ist passiert? Das haben wir gleich. Die W-Taste? Wo ist sie? Wieso muss mir das passieren? Was ist? Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, ich sehe das Problem. Was ist das Problem? Dad? Mein Moment ist gekommen. Wow. So, das haben wir gleich. Verwende einen 3D-Stift für die kaputten Tasten. Bedecke die Tasten komplett mit dem Stift. Wenn es trocken ist, male mit Weiß die Buchstaben drauf. Gute Arbeit. Fast wie neu. Sieht gut aus. Hat's geklappt? Ah, da fühlt man sich gleich jünger. Wow, Dad, krasse Moves. Mann, hab ich einen Hunger. Ich hab auch Kohldampf. Willst du Essen bestellen? Yeah! Leer! Wow, das ging aber schnell. Was machen wir denn jetzt? Hey, sieh mal. Okay, das wird schon nicht so schwer sein. Geklappt, da kommt das Geld. Genau, was wir jetzt brauchen. Das nehme ich. Oh, was vergessen. Wie aufregend. Wow, schau mal. Einfach genial. So viele Gummibärchen. Mach sie in die Schüssel. Lecker. Hey, nicht so schnell. Eins nach dem anderen. Na gut, wenn es sein muss. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Teil die Gummibärchen auf. Lass sie schmelzen und füll die Flüssigkeit in ein Glas. Die Flüssigkeit muss trocken sein, bevor eine neue hinzukommt. Mach so weiter, bis keine Flüssigkeit mehr da ist.
Wow, Regenbogengelee. Ich will's probieren. Ich auch. Ich als erstes. Absolut genial. Das hätte ich mir früh einfallen sollen. Raste nicht aus, aber... Was ist? Wer hat sich an meinem Geld bedient? Wer war das? Ich kann alles erklären. Setz dich am besten hin und nimm einen Löffel. Frühstück ist fertig. Hey, Mom. Guten Morgen, Schatz. Du willst bestimmt eine Schüssel mit Cornflakes. Da sind lauter guter Sachen drin. Milch ist auch gesund. Hier, iss auf. Cornflakes, Igitt. Du undankbares Kind. Was haben wir noch? Oh, eine Schüssel voller Vitamine. Hier, für dich. Schokolade? Her damit. Iss lieber etwas Gesundes. Ich will aber keine Früchte. Schokolade schmeckt besser. Und wasch dein Gesicht. Gummischnüre. Hey, wie hast du... Woher? Gib schon her. Na gut. Die will keine mehr essen. Ich will doch nur das Beste für ihn. Was ist das? Das bringt mich auf eine Idee. Füll eine Form mit Fruchtpüree. Nimm verschiedene Früchte für jede Form. Wenn die Formen voll sind, steck einen Eisstiel hinein. Dann stellst du sie in den Gefrierschrank. Zieh das Eis aus den Formen und leg es in größere Formen. Füll die Form bis oben hin mit Milch. Dann stellst du sie zurück in den Gefrierschrank. Füll das Eis in Schokolade. Gib Zuckerstreusel hinzu. Gesundes, nährreiches Frühstückseis. Du magst kein Obst, aber wie wäre es mit einem fruchtigen Eis? Oh, nice! Voll gut! Das beste Frühstück aller Zeiten! Richtig gut, Mama! Meine ist besser. Du spinnst wohl. Meine Hülle ist besser. Niemals. Du spinnst. Nein, du spinnst. Spinner, Spinner, Spinner. Beruhigt euch. Ich muss mich wohl umsetzen. Ich pack besser die Sachen auf den Tisch. Streitet ihr euch immer noch? Schau her. So süß. Na und? Rock'n'Roll ist besser. Meine Handyhülle ist ziemlich lame. Hey, die Poppet-Hülle bringt mich auf eine Idee. Ich brauche nur etwas Farbe und die Hülle. Fülle einen Abschnitt des Poppets mit Farbe. Etwa so. Benutze für jeden Abschnitt eine neue Farbe. Wenn du fertig bist, leg dein Handy in die Hülle. Warte, bis die Farbe trocken ist und entferne die Hülle. Wow, das ging einfach als gedacht. Und, was sagt ihr? Wow, ganz schön bunt. Mach das bei mir auch. Nein, mach meins. Ich mache auch deine Hausaufgaben. Von mir aus. Video gefallen? Was war dein Lieblingsteil? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile das Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere unterhaltsame Videos wie dieses.